Hey! Was bist du? Was ist da am Qualm? Scheiße. Muss das jetzt? Was? Muss das jetzt? Du hast geraucht, Udo. Ach, zieh dir mir den Aufpilz. Udo, du hast geraucht. Zieh mir den Aufpilz. Ich dachte, du wolltest aufhören zu rauchen. Oh, geh mir, hör auf jetzt. Hast du aber richtig lange geschafft. Nervensäge Nummer 2 ist auch da. Kevin! 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 Ich weiß das! Mein Gott, was willst du? Was soll das jetzt? Ja, wenn du raus und mit uns eine Wette abschließt, du Gurkenhals! Kevin, bevor er lospetzt! Ja, ich hab geraucht! Das wusste ich ja schon vorher! Ja! Dann wusste ich, ich hab ihn nicht nur gerade auf dem Rad erwischt! Nee. Auf dem Rad auch schon wieder? Ja. Ihr beiden! Das ist echt traurig! Ja, Dennis ist traurig, na und? Ich freu mich jetzt schon auf Naschi Naschi am Donnerstag! Zwei Kisten Bier und zwei. Und zwei Osborn! Udo! Ja, ist gut! Mein Gott, nee! Oh, lecker! Und ihr seid lecker im Hals, echt! Was kann ich denn dafür, denn du wieder rauchst? Du wurdest nicht petzen! Du wurdest sogar von Zuschauern hier beim Rauchen gesehen! Ja? Weil du so doof bist! Hallo, ein Moment! Als früher eine Schule Hallo, in der Rauch... Hallo, ein Moment im Stopp! Du wurdest von Zuschauern hier beim Rauchen gesehen! Das kann jeder behaupten, wer da Lust hat auf Naschi Naschi! Ich habe hier Zuschauer beim Rauchen gesehen, die meinten auch noch, Udo hat sich hinter den Schuppen versteckt zu rauchen! Bitte, hat er nicht! Ey. Doch, haben sie ja gesagt! Ihr müsst euch noch gegen mir verschwören! Lächerlich ist das! Nein, Udo, du hast, wenn du dich hier hinstellst wie der König von Simbabwe und erzählst, dass du aufhörst zu rauchen. Ich kannte die Leute nicht mal. Die sind zu mir hingekommen und meinten, Udo steht da hinterm Schuppen zu rauchen. Ja, schön. Wieso versteckst du dich hinterm Schuppen zu rauchen? Du hast noch nichts gemacht heute. Ey, du bist seit Freitag oder Samstag hier am Streiken. Wie oft willst du eigentlich noch streiken? Ja, ich weiß, dass du da keine Ahnung von hast. Ey, du bist nicht schlimm. Kevin, wie er sich hier hingestellt hat und eine Rede gehalten hat. Oh, ja. Ey, bist du stolz, er war. Mein Gott, schreib doch gleich Oma im Buch. Udo wollte rauchen, erwischt. Ja, wenn du so doof bist. Ja. Wieso bist du so blöd und gehst so eine Wette mit uns ein und jeder weiß, dass du sowieso rauchst. Ja, das ist das Schlimmste. Ich bin ja so blöd. Du verhütest heute auch mit deiner Hose, wa? Erzählen, weißt du was? Verhütung hier, Verhütung da. Deine Eltern hätten besser verhüten können. Was klingst du da eigentlich herum? Ich mach das, was du eigentlich machen solltest, Udo. Aber du machst ja wieder nix. Macht euch keine Sorgen. Donnerstag. Wieder eine Wette eingehen, Julian. Aber Donnerstag müsst ihr ja spielen. Ich werd nicht mähen. Und wenn da so hoch Blätter liegt, mach ja eh nix. Zieh du. Dicke Mettwurst spielt ja eh nicht und Habers, der ist ja nur noch Ersatzspieler. Mein Training geleitet, zack, ist auf Ersatzbank. Wie kann das? Ich habe meine Knie kaputt gemacht auf deinem Platz. Kommt ihr mal ganz bisschen näher bei mir, beide eben. Dann kann ich euch mit den Köpfen zusammenknallen. Normalerweise sind wir hier, um die Hütte fertig zu bauen. Und was machen wir? Wir schreien uns nur blöd an. Weil du nichts machst. Nee, weil du mich beim Rauchen erwischt hast. Und sonst schreist du nie? Nee, ich bin eigentlich die Ruhe in Person. Du hast deinen Hals übrigens zu Hause vergessen. Ist hier. Und sieh ihn, den Fett alle, den guck wieder nur zu, oder was? Der muss er aufnehmen. Wo ist die Ruhe? Ah. Wer hat die Scheiße eingepackt? Fang mal noch mit der Arbeitsdialyse an. Ich kotze mir gleich. Womit? Arbeitsanalyse, du Gurkenhals. Ja, eine Analyse. Egal aus welchem Winkel ich dich filme, Udo. Du machst nichts, guck zu. Ich wollte mit der Rolle. Da ist aber keine Rolle drin. Ich bin genau wie Zielen. Der guckt auch nur zu. Und irgendwo muss ich es abgeguckt haben. Was? Das Abgucken. Einfach hingucken. Udo. Was willst du? Erzähl den Zuschauern jetzt mal, was wir schon alles geschafft haben. Wir haben die ganze Bude. Nicht wir. Kevin, du hast nichts gemacht. Das stimmt. Ja gut, Kevin hat alles entkernt, alles rausgerissen, Elektrik raus, entfettet. Hat er dich auch entfettet? Du wirst gleich entfettet. Dann hat er gespachtelt, dann hat er geschliffen. Kevin hat auch keinen normalen Ton mehr. Oh, nee. Kannst du nur noch schreien? Nur einmal. Nein, geh rein und pinsel deine Wand da fertig. Sollte man lieber die Farbe an die Wand bringen. Seit 3 Tagen bist du am Rollen. Weil du nicht hilfst. Weil ich keine Rolle habe. Weil du faul bist, Udo. Faul.
Du hast wirklich gar nichts gemacht. Du bist hierher gekommen, rauchend auf dem Fahrrad, hast mal wieder Zigarette gespielt, hast dich hier hingestellt, rumgemotzt und nichts gemacht. Klatsch dir gleich Beifall, echt. Udo! Was? Was ist denn? Was ist? Komm hierher. Komm hierher. Warum? Komm hierher. Was hast du denn, Aal? Was hab ich, Aal? Die zeigt dir gleich, was ich Aal hab. Wer gehört die Tasse? Das heißt, wem gehört die Tasse? Das ist meine. Das ist meine. Sind wir hier in der Cafeteria oder was? Die hab ich Sonntag mitgebracht, Udo. Das mein, ja, heute ist... Ich nehme die immer von... Ich fahr doch immer vorm Spiel zu Mama, hol mir einen Kaffee ab und dann trinke ich dann während der Fahrt. Dann hab ich die hier stehen lassen. Was stört dich daran? Weil ich hier gleich aufräumen will. Solltest du nicht viel eher Kevin beim Streichen helfen? Ich hab keine Rolle! Sei nur noch am Ranulieren hier, ey! Die Tasse kommt raus, sonst geht die in den Müll! Ja, die geht in den Müll! Ich zieh mit dir jetzt andere Seiten auf! Da kannst du hingucken. Wie oft hast du das schon gesagt? Ey, du hast mich angeschissen bei Kevin und jetzt ist der Spaß vorbei! Ich hab den Krieg nicht gewonnen, aber du! Ich hab den Krieg schon gewonnen? Ich hab. Alter, hast du gerade wirklich gesagt? Ich hab. Hast du jetzt gerade wirklich gesagt? Ich hab den Krieg nicht gewonnen, aber du. Bist du glücklich, Udo? Ja. Udo! Ja. Eben zum Abschluss. Ja, was willst du denn jetzt? Seit wann gibt es denn Elfmeter-Kreuz? Oh, hab ich doch gar nicht gemacht. Nee, das hast du nie gemacht. Das sind immer die anderen gewesen. Ja. Ey, kann das sein? Kann das wirklich, ich wollte doch jetzt ausmachen. Nee, kann das doch mal wirklich sein, dass du richtig so spionagemäßig meine Fehler aufdecken willst? Udo, man sieht das von hier, dass das ein Kreuz ist. Ich hab das aber wirklich nicht gemacht. Nee, das war's nie, du. Da ist gestern Nacht jemand gekommen und hat sich gedacht, da wo der Elfmeterpunkt ist, dann mach ich ein Kreuz. Klötenhals. So, tschüss, hau ab. Du weißt schon, dass du eine sterbliche Hülle steckst, ne? Ja, das aber, du, was sollst du sagen? Ja, Leute, habt ihr uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube? Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das... Ja, ja. Mit dir ist das eine Katastrophe. Ja,